Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Willkommen zu, keine Ahnung, irgendwas. Auf jeden Fall zeige ich euch was für Black and White. Und zwar für alle, die es zocken wollen oder Let's Playen wollen und so weiter. Und zwar gibt's hier, wenn ihr unter Lionhead geht und auf Installation geht. Nämlich nur die Auflösungen 4 zu 3. So, nun ist die Frage, ja, es gibt auch 16 zu 10, aber wir wollen ja 16 zu 9 haben. Und zwar erreichen wir das, indem wir einfach hier mal auf Abbrechen drücken, dann hier unten auf Start gehen, hier einfach mal fies wie wir sind, Reg Edit eingeben. Und so sind wir auch schon in der Registry. Oh yeah! Und da müssen wir nun folgenden Weg einschlagen. Wir sind nämlich unter HK Current User unterwegs. Gehen hier dann auf Software. Suchen uns hier schön Lionhead Studios aus. Gehen dann auf Black and White. Mal den Pfad weiter. Auf Baby Setup. Und dann finden wir hier nämlich zwei Sachen. Einmal Screen H und Screen White. Das heißt einmal die Höhe und einmal die Weite. Das heißt einmal Rechtsklick drauf, einmal auf Ändern. Geht bitte auf Dezimal, dann checkt ihr auch, was Sache ist. Hier könnt ihr die Höhe eintragen. Bei mir ist es 720. Und bei der Weite nochmal dasselbe. Rechtsklick ändern, nochmal auf Dezimal runter. Und 1280. So habt ihr ein schönes Bild von 16 zu 9. Und warum das Ganze? Für die Leute, die es aufnehmen wollen in HD Ready, sprichwörtlich 1280 mal 720, können die es so tun. Der andere Grund ist, es ist ein altes Spiel und die Monitore sind doch ein bisschen größer und die meisten auch auf 16 zu 9 und es sieht einfach schöner aus. Ja, das war's eigentlich auch schon. Kleine Info von mir zu Black and White. Werde wahrscheinlich noch ein paar andere machen zur Erklärung von ein paar Dingen, die noch im Let's Play auftauchen werden. Aber das soll es erstmal von mir gewesen sein zu Black and White Widescreen. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao, ciao.